Hallo liebe Star Citizen Freunde und herzlich willkommen zum Starship Guide der Misk Prospector. Die Prospector ist ein Singleplayer Mining Schiff und wurde jetzt mit 3.0 Flight Ready. Wie gerade schon erwähnt, ist die Prospector ein Singleplayer-Schiff. Das bedeutet, sie hat eine maximale Crewstärke von einer Person. Für weitere Personen wäre aber auch nicht viel Platz geblieben, denn mit einer Länge von gerade einmal 24 Metern, einer Breite von 15 Metern und einer Höhe von 7 Metern ist die Prospector ein sehr kleines, kompaktes Schiff. Das alles macht sie aber zum perfekten Einsteiger-Mining-Schiff. Und dabei solltet ihr es auch belassen, denn die Prospector ist nicht sonderlich für den Kampf gewappnet. Zur Verteidigung haben wir nämlich nur zwei Size 1 Laser und ein kleines Schild mit an Bord. Sollte es also einmal brenzlig werden, sollten wir lieber zuschauen, dass wir ganz schnell flüchten. Dafür hat die Prospector natürlich ein Quantum und ein Jump Drive mit an Bord. Das Besondere an der Prospector ist natürlich die komplette Mining-Anlage. Angefangen bei den Scannern, die an der Unterseite des Schiffes angebracht sind, diese ermöglichen es euch nämlich, im Gleitflug über dem Planeten den Boden nach wertvollen Erzen zu scannen und dies euch dann natürlich anzuzeigen. Habt ihr dann eine reichhaltige Erzader gefunden, könnt ihr auf dem Planeten oder Asteroiden, Planetoiden, was auch immer, landen und mit dem vorne angebrachten Mining Laser anfangen, dieses abzubauen. Das abgebaute Material wird dann von der Prospector eingesaugt und zur Filteranlage weiter transportiert. Diese filtert dann die wertlosen Gegenstände einfach raus und stößt sie direkt hinten wieder raus. Die wertvollen Erze werden natürlich in den vier Containern im hinteren Bereich eingelagert. Aktuell hat jeder der Container ein Fassungsvermögen von 32 SEU. Was bedeutet, alle vier zusammen haben ein Fassungsvermögen von 128 SEU. Sollten alle vier Container einmal voll sein, hat die Prospector die Möglichkeit, die Container abzuwerfen und es werden dann automatisch vier neue Container aus dem oberen Bereich nachgefüllt und das Mining kann weitergehen. Allerdings benötigt ihr dann jemanden, der die vollen Container abholt, denn die Prospector kann gleichzeitig immer nur vier Container transportieren. So, schauen wir uns jetzt einmal die Prospector von innen an. Dazu betätigen wir erstmal diesen super cool ausgeklügelten Einstieg, wie ich finde. Werden wir gleich von innen nochmal sehen. Finde ich, haben sie ihre Kreativität mal wieder ordentlich walten lassen. Die Leiter wird eingefahren und dann einfach in der Seite der Prospector verstaut. Finde ich irgendwie sehr cool gemacht. Hier sieht man es nochmal. Ist schon, ja, mal was anderes. So, der Innenraum der Prospector selbst ist nicht sonderlich groß. Ich habe ihn mir beim ersten Mal auch ein bisschen größer vorgestellt, aber die Prospector verfügt ja auch über relativ viel Technik im Schiff, das heißt im hinteren Bereich hier spielt sich natürlich die ganze Technik des Einsaugens und Weiterverarbeitung, wobei nicht weiterverarbeiten, aber das Sortieren etc. der Materialien, die wir abbauen, ab. Von dem her ist der Innenraum recht klein geworden. Wir haben ein Bett mit an Bord, natürlich um uns auszuloggen dann später im Spiel oder ein wenig zu schlafen. Und im hinteren Bereich haben wir auch nochmal eine kleine Bedienkonsole, wo wir dann ablesen können, was die Behälter gerade, wie voll sie sind, wahrscheinlich was da drin ist und sie wahrscheinlich dann auch abwerfen können etc. Ich weiß nicht, ob das von vorne dann geht, aber wahrscheinlich werden wir das im späteren Verlauf dann alles hier hinten bedienen müssen, was mit diesen Containern zu tun hat. So, natürlich haben wir auch eine die Gravity Engine, Jump Drive hinten mit drin, Radar, Life Support Systeme, alles was ein Schiff natürlich braucht. Des Weiteren haben wir dann auch noch eine kleine Nasszelle mit am Start, Waschbecken, Klo und eine Dusche im Klo oben drin. Das heißt, wir sind auch für längere Reisen gewappnet und können uns dann gelegentlich auch mal ein wenig frisch machen. Survival Kit ist auch mit da, falls wir uns mal irgendwo an einem spitzen Stein schneiden sollten, können wir uns auch hier ein Pflaster holen. Auch hier haben wir nochmal eine kleine Versorgungseinheit, ich würde es mal sagen Kaffeemaschine mit Wasser und allem drum und dran. Da sind wir also auch sehr gut verpflegt in der Prospector. Das heißt, längere Aufenthalte auf einem Planeten sollten somit eigentlich möglich sein. So, schauen wir uns mal das Cockpit nochmal ein bisschen genauer an.
Ihr seht schon, wir haben eine wunderschön breite, große Glasscheibe vorne drin, die bis nach unten gezogen ist. Damit wir natürlich auch einen schönen Überblick haben, was wir da gerade abbauen. Wir können recht weit nach unten schauen, sodass wir unseren Laserkopf immer schön im Blick haben und immer die volle Übersicht haben. Das finde ich schon sehr schön. Ihr wisst ja, ich liebe Schiffe mit großen Windschutzscheiben, nenne ich es jetzt einfach mal, mit denen man sehr viel Umsicht hat. Ist also genau das Richtige für mich. So, das war es auch schon zur Miss Prospector. Ich finde, sie ist wirklich ein wunderschönes, kleines Einsteiger-Mining-Schiff oder vielleicht auch für Leute geeignet, die Mining nicht als Hauptbeschäftigung wählen in Star Citizen, sondern nur gelegentlich mal nebenbei ein bisschen minen wollen, während sie zum Beispiel eine Serie oder sowas gucken. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zur Prospector in die Kommentare und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Video auch wieder mit am Start. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.